Ja, hallo und zurück im Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem zweiten Teil in Namibia. Wir sind auf dem Waterkloof Trail und wir starten morgens in aller Herrgottsfrühe, das Licht oben im Berg schon zu erkennen. 17 Kilometer liegen vor uns und wir haben einiges an diesem Tag zu erwarten. Ich nehme an, der Tausendfüßler hatte etwas weniger Stress mit Schuhen anzuziehen. Jedenfalls ist es noch frisch am Morgen und wir sind noch einigermaßen warm gekleidet, losgezogen, ab in die Berge, die sich immer enger uns entgegenstrecken. Und es war wirklich ein beeindruckender Anstieg in diese Felsen, die felsige und zerklüftete Landschaft, die doch immer wieder mit herausragender Vegetation aufwartet, wie hier ein Fächerbaum. Absolut beeindruckend. Und dort oben in luftigen Höhen stehen sie dann auch immer wieder. Hier haben wir noch ein paar Pools, die wirklich sehr schön sind. Aber es ist noch zu früh und zu frisch, um hier erst einmal alle Kleider abzulegen und zu baden. Noch waren wir gar nicht weit gekommen, obwohl es schon wirklich frohlockend aussah. Aber schaut selbst. Das ist echt ein Badetümpel. Ja. Oh, der wird, guck mal, der Schatten, der da reingeht. Ja. Es war schon sehr beeindruckend, diese Wassermassen zu sehen, die hier immer noch aus dem wirklich kargen Fels herausplätscherten. Doch wir mussten los. Zurzeit sind wir noch im Schatten der Berge. Und es war immer wieder beeindruckend zu sehen, welche Gemenge hier entstanden sind aus unterschiedlichen Grundgesteinen, die hier wie betoniert im Aufschluss lagen. Diese Formationen beginnen zu glühen. Wir haben immer noch die Schattenseite. Und es war immer richtig schön, hier noch im kühlen Bereich zu laufen. Die Blumen, die sich immer wieder zeigen, bringen herrliche Blüten hervor. Aber für uns geht es weiter. Der Pfad selbst als Trail ist mit gelben Fußstapfen gekennzeichnet, die jedoch wirklich teilweise schwer zu entdecken sind. Es hat Hunderttausende von Jahren hier gebraucht, um so ein Gestein, aber immer wieder diese harten Einlagerungen, die einfach so eine Gemenge darstellen. Ganz beeindruckend für uns waren immer wieder diese Aufschlüsse wie hier, wo man einfach die unterschiedlichen Verwerfungen sehen kann, die die Gebirge hier bei ihren Auffaltungen vollziehen. Wirklich hochinteressant und wir haben einmal die Drohne herausgeholt, um uns an diesen Felsformationen ein wenig entlang zu bewegen und uns einen kleinen Überblick zu verschaffen, den ich euch mal in aller Ruhe gönnen möchte.
Der Trail selbst verläuft im Wesentlichen in dem, was eigentlich einmal Bachbett sein wird. Denn immer wieder kommen wir an verschiedenen Wasserstellen vorbei, die, wenn es wohl zu Niederschlägen kommt, im Wesentlichen sich durch diese Niederungen ziehen, in denen hier noch ein unglaublich lebhaftes und herrliches Wasser liegt. Eine Fülle von Kleinlebewesen, Kaulquappen, die hier noch gut zu erkennen sind, aber auch Flusskrebse sind zu entdecken. Herrlich, diese Vielfalt. Und man kann nur hoffen, dass das Wasser noch bis zur Regenzeit durchhält und die Tiere hier eine Chance haben zu überleben. Immer wieder beeindruckend, diese unglaublichen Verwerfungen. Last Water. Besonders beeindruckt war ich, als wir in der Höhe, doch schon relativ weit vom Tal weg, auf eine große Gruppe von Baboons getroffen sind, die hier ganz gemütlich durch die Felsen wanderten und hier und da ihre Samen aufnahmen. Immer sehr interessiert beobachtend, aber auf Distanz bleibend, passierten wir uns hier in einem Abstand von 20 bis 25 Metern, aber waren unter ständiger Beobachtung. Es war schon wirklich faszinierend, die Tiere hier so in der freien Wildbahn zu erleben. Krasses Erdgemenge. In dieser Hochebene, in der wir uns noch einmal eine Pause gegönnt haben, bevor es auf die letzten Höhenmeter ging, haben wir noch einmal
die Drohne eingesetzt, um uns einfach mal einen Blick zu gönnen und euch auch zu zeigen, wie diese Landschaft von oben aussieht. Es ist absolut beeindruckend, hier in diesem kleinen Canyon, das eigentlich dann ein Bachbett sein wird, wenn es zu Niederschlägen kommt, ist unser Aufstieg gewesen. Und es ist absolut beeindruckend, das alles von oben zu sehen. Schaut selbst, es ist sehr imposant. Lang geht. Beeindruckend ist vor allen Dingen, dass man in dieser Wildnis zwar offensichtlich direkt so keine Tiere sieht, aber man fand immer wieder den Dung des Mountain Zebras, das in dieser Region als Bergzebra lebt und wir ja auch am Anfang glücklicherweise beim Eingang in die Naukluft entdecken konnten. Schaut einfach selbst, was euch die Drohne eingefangen hat und welchen Blick es euch ermöglicht. Ein Badetümpel. Richtig lecker. Ich tropfe hier schon noch vom Kopf zurecht. Jetzt auf dem Rücken hängen. Eine Erfrischung, die wir an diesem Badetümpel dort hatten, ging es die letzten Meter wieder durch das Flusstal zurück in Richtung unserer Campsite. Wir sind ganz begeistert, als wir hier durch eine richtig große Gruppe von Baboons gehen, die uns zögernd zunächst einmal gewähren lassen und wir können an ihnen vorbeigehen, denn sie saßen mitten im Flussbett und verteilten sich dann ganz gemütlich. Ich war sehr beeindruckt, aber wir wussten ja noch nicht, was auf uns zukam, denn es war eine anstrengende Tour und im Endeffekt durch die vielen Hin- und Herschritte und hier gucken und dort gucken, waren es insgesamt dann doch 25 Kilometer. Und man kann hier schon so ein bisschen an den Werten sehen,
dass das doch einiges ist, insbesondere bei den Temperaturen, die auf einen zukommen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man voller Heißhunger auf ein kühles Ingwerbier plötzlich sieht, dass am Auto irgendetwas passiert ist. Und wir mussten ganz schnell feststellen, dass offensichtlich eine Horde Affen unser Auto überfallen hatte. Davids Zelt war offensichtlich ramponiert. Die Inhalte, Decken, Schlafsäcke, alles war im Umfeld verteilt. Überall war abgekotet worden, das Nummernschild verbogen, die Spiegel nach vorne gezogen. Es war so frustrierend. Alles Mögliche war untersucht worden, der ganze Kofferraum durchwühlt worden und wir waren irgendwo auch stinkesauer. Und der Spruch "blöder Affe" kam eine ganz neue Bedeutung. Wir haben jedenfalls eine ganze Weile gebraucht, bis das Auto wieder einigermaßen nutzbar war. Schmerzlich waren eben nur die Verluste der Lebensmittel letztendlich, denn wir hatten den Fehler gemacht, das Auto unbewacht zu lassen. Aber wenn ihr morgen Lust habt, mit uns auf den Olive Trail zu kommen, dann klickt wieder rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und legt ein Abo ein. Denn morgen geht's auf den Olive Trail. Absolut nichts für schwache Nerven und man sollte wirklich schwindelfrei und trittsicher sein. Denn hier gibt es ein paar Passagen, die einem den Puls schon etwas nach oben treiben. Also, wenn ihr Lust habt, lasst einen Daumen da und legt ein Abo ein. Ciao, bis morgen!